Glaube und Gott einmal ganz neu erleben. Mannheim. Am Muttertag konnten die Mannheimer einen ganz besonderen Gottesdienst erleben. Die evangelische Andreasgemeinde Niederhöchststadt lud zu ihrer Veranstaltungsreihe Go Special ein. Go Special ist ein moderner, zeitgemäßer, lebensnaher und dynamischer Gottesdienst für kirchendistanzierte und suchende Menschen, die dem Sinn ihres Lebens und Gott näher kommen wollen. Als Gastprediger konnte der bekannte Modeschöpfer Harald Glöckler gewonnen werden. Jemand bei uns aus dem Team hat gesagt, lasst uns mal den Harald Glöckler einladen. Und ich kannte ihn nur aus dem Fernsehen als schrillen, pompösen Designer und war etwas irritiert und sagte, warum? Und dann sagte sie, ja, sie hätte gelesen, der hätte einen Bibelschuber entworfen. Und dann habe ich im Internet nachgeguckt und habe das gesehen und ein Interview von ihm gelesen und war begeistert. Und dann haben wir ihn angeschrieben und er wiederum war begeistert von Go Special und dieser Idee, Menschen, die sonst nicht in die Kirche gehen, zu erreichen, hat dann spontan zugesagt, das zu machen. In einer kurzen Predigt erzählte Harald Glöckler über sein Leben und auch die Zweifel, die ihn bewegen. Ich habe mir natürlich auch in der Zwiesprache mit Gott gesagt, muss das jetzt sein? Muss ich mir das jetzt antun? Das ist ja, ich meine, man ist nervös, man möchte das toll machen, man predigt in einem Gottesdienst. Und er sagte, ja, mach mal, das ist jetzt genau das, was dein Anliegen oder deine Aufgabe ist, weil du ein Mensch bist, der für viele junge Menschen ein Vorbild ist. Junge Menschen sagen, der Glöckler, der zieht sein Ding durch, das juckt den überhaupt nicht. Also sie sagen, das juckt ihn am Arsch nicht, ob der was andere sagen, der macht sein Ding und das finden wir cool. Die Mannheimer Designerin Claudia Bias hatte die Veranstaltung das erste Mal im Taunus erlebt und war spontan begeistert. Mit dem Cinemax Mannheim wurde schnell ein passender Partner gefunden, um diesen ganz besonderen Gottesdienst zu feiern. Ich finde, das ist eine Art von Kirche, die eigentlich jedem Spaß machen würde. Also ich würde mir viel mehr davon wünschen. Ich glaube, ich könnte auch meine Kinder dann viel öfter dazu überreden, auch mal in die Kirche zu gehen, wenn das so ablaufen würde, wenn es einfache Worte mit einem, wie einem der Schnabel gewachsen sind, auch auf der Bühne dann gesprochen werden und nicht so immer diese Finger aufzeigen, so nach dem Motto, das musst ihr und das sollt ihr, sondern einfach so seid ihr und das ist auch gut so. Und es ist so, wie der Glöckler sagt, für mich ist es auch die Kirche ein Stück weit veraltet und die Kirche muss in eine andere Richtung gehen, das ist einfach so, was so mein Innerstes auch ist und er hat es sehr gut ausgesprochen. Ja, also es muss individueller werden, es muss einfach moderner auch ein Stück weit werden und es muss im Hinblick auf die Kinder und auf die Jugend, was jetzt alles kommt, so muss ich das, glaube ich, mit verändern. Der Vormittag wurde umrahmt von moderner Live-Musik und dem Sänger Jay Alexander, der mit seinen Interpretationen von Kirchenliedern schon die Spitze der Klassikcharts erobert hat. In einer Frage- und Antwortrunde konnte jeder seine ganz eigenen Fragen an Harald Glöckler richten. Die Fragen, die Menschen auf dem Herzen sind. Also da muss auch ein Prediger dann mal Farbe bekennen und kann sich nicht hinter Worthülsen verstecken, die vielleicht gut klingen, sondern die Leute bohren sehr genau nach. Ich denke, dass ich vieles zu sagen habe, das junge Menschen hilft, vielleicht auch einen Glauben wiederzufinden, einen Halt zu finden. Glauben ist auch ein Halt in der jetzigen Zeit. Gerade jetzt ist sehr wichtig, viele Menschen haben Angst. Es ist viel Brutalität, Gewalt, Umbruch in der ganzen Welt, was Menschen ängstigt. Und ich glaube, da ist es wunderbar und schön, wenn man den Menschen ein bisschen Mut machen kann, wenn man Menschen Kraft geben kann, Halt geben kann und sie ja vielleicht auch zu einem Glauben führen kann. Das ganz gemischte Publikum war begeistert vom Rahmen und den offenen Worten des Modeschöpfers. Also er wagt sich auch sehr viel, sich so zu äußern und das ist super. Also sollten mehr Menschen sich trauen, so offen zu reden. Ich fand es sehr, sehr toll. Ich fand die Rede vom Harald Glöckler, die hat er jetzt kurzfristig tatsächlich noch mal ein wenig geändert. Fand ich phänomenal, kannte ich jetzt so nicht. Und was man rechts und links gehört hat, fanden es alle auch sehr, sehr gut. Harald Glöckler als Gastprediger konnte überzeugen und auch die Mütter wurden an diesem Tag nicht vergessen. Ich habe ganz großen Respekt vor Müttern. Ich denke, jede Mutter müsste das Bundesverdienstkreuz kriegen, denn man wundert sich sowieso, wer das alles so kriegt. Ja. Und da gibt es viele, viele Frauen, viele Menschen, die nicht prominent sind, die eher eins verdient haben. Wenn Frauen
vier, fünf, sechs Kinder haben, auch wenn sie eins haben, alleinerziehend sind, die Männer gestorben und sie erziehen ihre Kinder. Sie müssen Finanzminister sein, sie müssen kochen, Haushalt machen, müssen Wirtschaft, müssen ja, Lehrerin sein und alles zu Hause. Und das ist also ja, ein großes Kompliment an alle Mütter. Wer die Möglichkeit hat, eine Veranstaltung dieser Art zu besuchen, sollte dies tun. Go Special geht auf die Menschen zu und schafft dadurch vielleicht einen ganz neuen Weg zum Glauben. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von der TV-Medien Rhein-Neckar GmbH. Konzeption, Produktion, Ausstrahlung. Wir machen Gernsehen.